Hey Internet, Alexander Wader hier und ich sitze hier gerade in Thailand im Café, bin am Arbeiten und ich habe eine Frage in letzter Zeit regelmäßig bekommen. Und zwar, Alex, wie gehe ich mit Sorgen um? Ich dachte, da möchte ich euch einmal eine kleine Anleitung mitgeben, die mir immer sehr, sehr dabei hilft. Nämlich zuallererst einmal, schreib deine Sorgen auf. Bring sie wirklich auf ein Blatt Papier, dass du sie nicht hier oben drin hast, sondern wirklich objektiv einmal vor dir siehst. Was du damit machst, ist, dass du einen gewissen Überblick über die Sorgen bekommst und dir einmal anschauen kannst, hey, welche dieser Sorgen sind eigentlich berechtigt und welche sind unberechtigt. Worauf wir uns auch mal fokussieren wollen, ist, welche von diesen Sorgen liegen denn unter deiner Kontrolle und welche eben nicht. Denn die, die nicht in deiner Kontrolle liegen, ignoriere die einfach. Die kannst du wegschieben. Die, die in deiner Kontrolle liegen, da können wir dann was gegen unternehmen. Denn immerhin hast du diese Sachen in der Hand. Schau dir diese Sorgen, die in deiner Kontrolle sind, genau an und überleg dir, okay, was kann ich denn machen, damit dieses Szenario nicht eintritt? Welche Schritte kann ich unternehmen, damit mir diese Sorgen erspart bleiben? Denn die Sorgen, über die du keine Kontrolle hast, die haben wir schon zur Seite geschoben. Es geht nur darum, die habe ich in der Kontrolle, ich will nicht, dass das passiert, also mache ich Schritte X, Y, Z. Als zweites, nehmen wir mal an, das passiert wirklich. Deine Sorgen sind berechtigt, sie sind unter deiner Kontrolle, aber das absolute Worst-Case-Szenario tritt ein. Da, wo du dir die ganze Zeit den Kopf drüber zerbrichst, oh mein Gott, was ist das, was ist, wenn das und das passiert? Dann schreib dir wirklich mal dein Worst-Case-Szenario auf. Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Schreib dir das detailgenau auf, mit jeder kleinen, schlimmen, schrecklichen Sache. Und dann wirst du eine von zwei Sachen bemerken. Erstens, entweder merkst du, hey, es ist gar nicht so schlimm, ich mache die Sorgen war komplett unberechtigt. Oder zweitens, du merkst, okay, das ist also im schlimmsten Fall, was mich erwartet. Check. So oder so. Dann ist der nächste Schritt, aufzuschreiben, wie du da rauskommst. Denn du hast dich jetzt mental in diese Situation einmal komplett reinversetzt. Okay, was ist, wenn das passiert? Es geht alles den Bach runter. Wie komme ich dann wieder draus? Dann machst du dir ganz einfach einen Schritt-für-Schritt-Plan, was du tun würdest, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Was dir enorm die Angst nimmt, denn du hast einmal die Situation definiert, gesagt, okay, ich habe diese Sorge und wenn das passiert, passiert im schlimmsten Fall das hier und dann muss ich nur diese 4-5 Schritte unternehmen, um da rauszukommen. Es wird nicht angenehm, aber du hast einen Plan im Hinterkopf und der gibt dir Ruhe, denn du weißt, okay, das ist unangenehm, aber falls es passiert, ich weiß, was ich machen muss, um da rauszukommen. Als drittes, fang an, mit Freunden darüber zu reden. Ganz ehrlich, warum hast du all diese Last nur auf deinen eigenen Schultern? Dafür sind Freunde doch da, um sich gegenseitig zu unterstützen. Überleg dir also, mit wem du darüber reden kannst. Vielleicht enge Freunde, Familienmitglieder, Mentoren, Leute, zu denen du aufschaust. Und setz dich mit ihnen hin und sag wirklich, hey, pass auf, ich mache mir Sorgen um folgende Situation. Und erklär ihnen das. Wenn du allein über diese Sorgen redest, dann wird dir schon eine unglaubliche Last von den Schultern fallen, die gerade so einen Stein vom Herzen fallen, so, oh. Du bist endlich mal rausgelassen. Endlich muss ich das nicht alleine mit mir rumschleppen. Du kannst also wirklich mit jemandem darüber reden. Und einerseits hilft allein das Reden. Andererseits kann die Person dir ihre Hilfe anbieten und unterstützt dich womöglich sogar dabei. Das heißt, sie gibt dir bestimmte Tipps. Sie sagt dir, hey, mach doch das und das. Oder wie wäre es, wenn du das so siehst oder den Schritt versuchst. Und dadurch kann sich vieles schon lösen. Du redest dir die Sorge einmal von der Seele und findest dann vielleicht sogar einen Lösungsansatz, wo du denkst, wieso bin ich denn nicht da drauf gekommen? Und als viertes, steigere dein Selbstbewusstsein. Achtung, ganz wichtig, ich meine nicht dein Selbstvertrauen, ich meine dein Selbstbewusstsein. Wie bewusst du dir und deinem Gedanken bist. Das erreichst du zum Beispiel durch Meditation. Oder dass du dir auf dieses smarte Ding bestimmte Erinnerungen setzt und alle Stunde oder alle halbe Stunde eine Erinnerung bekommst und auf der Erinnerung steht zum Beispiel, hey, worüber machst du dir gerade Sorgen? Oder hey, was geht gerade in deinem Kopf vor? Oder wie fühlst du dich gerade? Wie fühlt sich dein Körper an? Dass du dir dem hier mehr bewusst wirst. Nicht nur nach außen schaust, sondern nach innen schaust. Denn je größer dein Selbstbewusstsein, je bewusster du dir selber bist, desto einfacher fällt es dir, bestimmte negative Gedanken an der Wurzel zu packen und zu sehen, ah, guck mal, wenn ich das weitergedacht hätte, mein Gott, das hätte meinen ganzen Tag versaut. Weg damit. Wenn du das Tag für Tag trainierst, dann wirst du dir deine Gedanken bewusster, wirst merken, wann du in Sorge verfällst, wann negative Gedanken anfangen hochzukommen, in welchen Situationen, welche externen oder auch internen Auslöser diese Gedanken auslösen und dann kannst du das wirklich Schritt für Schritt angehen und eliminieren. Das Gegenteil davon wäre im Endeffekt, dass du dich in einer Sorge verlierst, in der Sorge geradezu verrennst und dann auf einmal aufwachst und merkst, wow, ich habe mir gerade die letzten 20, 30 Minuten nur komplett Sorgen gemacht, negative Gedanken gehabt und Kopfkino gehabt und Gehirnwichst und was auch immer. Und das ist nicht gut. Mit mehr Selbstbewusstsein kannst du das sofort an der Wurzel packen, das Problem, und wegwerfen bzw. lösen. Also nochmal zusammengefasst, schreib dir all deine Sorgen auf, welche liegen in deiner Kontrolle und welche nicht. Dann als nächstes, schreib dein Worst-Case-Szenario auf und was würdest du tun, um da rauszukommen? Als drittes, such dir Leute, mit denen du darüber reden kannst. Einmal, um das einfach loszuwerden, andererseits, um neuen Input zu bekommen und zu sehen, okay, es gibt auch andere Sichtweisen, es gibt auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und natürlich zu allerletzt, steiger dein Selbstbewusstsein. Werd dir deines Verstandes, deiner Gedanken, deiner Emotionen, deinem Körpergefühl
bewusster. Je größer dein Selbstbewusstsein, desto besser kannst du mit dir selber umgehen. Je besser du mit dir selber umgehen kannst, desto besser kannst du mit der Welt da draußen umgehen. Okay, ich hoffe, das hilft dir. Wenn das geholfen hat, gib dem Video einen Daumen hoch. Damit hilfst du mir nämlich enorm und dann können auch mehr Leute das Video sehen. Und wenn du noch mehr solche Videos sehen möchtest, dann abonniere auch den Kanal. Es kommen täglich solche Videos. Würde mich sehr freuen, dich morgen auch wieder hier beizusehen. Und schreib mir doch in die Kommentare noch, worüber machst du dir regelmäßig Sorgen? Denn ich bin mal ehrlich, ich bin jemand, der sich immer noch viel zu viele Sorgen macht. Diese Tipps helfen mir ungemein. Ich hoffe, sie helfen dir auch. Und dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Vielleicht kennst du das, dass du machst und dann verlierst du dich ein bisschen in den Sachen und denkst, oh mein Gott, ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und plötzlich kommst du in einen super reaktiven Modus, in keinen proaktiven Modus mehr. Da heute soweit eben die wichtigsten Sachen erledigt sind und ich jetzt den Luxus habe, dass ich ein paar Stunden frei habe, nehme ich mir diese Zeit konkret, um wirklich alles einmal hier genau aufzuschreiben.